Das ganze Geheimnis einer Baseballnaht ist das überkreuzende Nähen von unten nach oben raus. Ich habe hier schon mal ein paar Stiche vorbereitet. Das Ganze muss in regelmäßigen Abständen sauber zusammengezogen werden. Ihr seht hier da oben die Naht, schön Stoß an Stoß. Und dann geht es weiter mit dem Nähen. Das Ganze versuchen ein bisschen unter Spannung zu halten. Von hier in das nächste gegenüberliegende Loch von unten nach oben raus. Dann mit der anderen Nadel aus dem Loch über den Faden gegenüberliegende Seite von unten nach oben aus dem Werkstück raus. Unter Spannung ziehen. Nächste Geschichte. Gleicher Ablauf, am besten gleiche Reihenfolge, damit das Nahtbild gleichmäßig ist. Immer von rechts anfangen. Die linke Seite über den Faden, durch das Loch, von unten nach oben raus. Stramm ziehen. Achten, dass es alles schön voneinander liegt. Von rechts nach links ziehen, kreuzen über den Faden, von unten nach oben raus, stramm ziehen. Von rechts nach links. Von links nach rechts kreuzen, über den Faden, von unten nach oben raus, anziehen. Wir sind jetzt beim Ende angekommen. Das Ganze mache ich jetzt also noch einmal. Von rechts nach links, von unten nach oben, von links nach rechts, überkreuzend, auch von unten nach oben. Anziehen. Wenn wir das Ganze gleichmäßig gemacht haben, ist diese Linie hier schön sauber. Das Leder arbeitet nachher noch ein bisschen, das wird sich noch ein bisschen aneinander legen. Und jetzt mache ich nichts anderes wie oben. Moment. Wie oben einen geraden Stich, indem ich von einer Seite von oben durch das Loch gegenüber nähe, wieder zurück durch das Ursprungsloch, das Ganze voneinander lege, anziehen und wenn es geht, das gleiche ein zweites Mal. Jetzt haben wir einen sauberen Abschluss. Jetzt können wir einfach hingehen, diese Fäden hier nach innen vernähen oder einfach hier abschneiden und mit dem Lötkolben schmelzen. Das ist eine saubere Naht. Seht mir bitte nach, dass ich das noch nicht ganz so beherrsche, weil ich bin auch gerade erst mit der Thematik angefangen. Aber man kann sich vorstellen, was man daraus alles machen kann. Feuerzeuge, sein Lieblingsfeuerzeug um Ledern, sag ich mal, oder ein Griff von einem Fahrrad. Oder wer sogar Lust hat, kann sein Auto Lenkrad damit verschönern.